Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, wie ihr sehen könnt, das Wetter ist klasse, die Sonne scheint, der Frühling kommt und da habe ich gedacht, ich gehe wieder auf den Balkon, um euch ein Video aus meinem Format zu zeigen, in dem ich euch verschiedene Uhren, verschiedene Marken zu einem ganz bestimmten Thema anbiete und vorstelle. Und was passt da besser als farbige Uhren passend zum Frühling? Ich habe mir 5 Marken rausgesucht, die allesamt farbige Uhren anbieten und da das etwas mehr geworden ist, musste ich hier wirklich mein Notizbuch dazu nehmen und ich hoffe, dass ich euch mit einigen Marken überraschen kann und bei anderen werdet ihr sagen, klar, habe ich schon gesehen, passt aber ganz gut ins Thema. Die erste, mit der ich beginne, ist eine relativ junge Marke und zwar handelt es sich um Lilienthal Berlin. Lilienthal Berlin ist eine Marke, die ich gar nicht auf dem Radar hatte und die für mich so ein bisschen nach Daniel Wellington und Modeschnickschnack aussah. Aber nachdem ich auf die Webseite geschaut habe, musste ich feststellen, Made in Germany und ganz offensichtlich auch ein sehr nachhaltiges Projekt, denn sie bieten auch an bei den Limited Editions, die sie im Programm haben, von dem Erlös, wenn alle Uhren verkauft sind, für nachhaltige Projekte zu spenden. Also hat mir alles sehr gut gefallen. Ich habe noch keine Uhr live gehabt, aber Lilienthal Berlin hat mich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mal ein Video über die Uhr zu machen. Ich könnte die Uhr danach auch behalten. Ich habe ja gesagt, werde die Uhr aber nicht behalten, um meinem Anspruch gerecht zu bleiben, mich nicht für meine Videos in welcher Art auch immer bezahlen zu lassen. Insofern werde ich das mit Lilienthal Berlin so absprechen, dass ich sehr gerne die Videos mache, aber alle Uhren, die ich bekomme, auch zurückschicke. Ja, was habe ich euch für heute ausgesucht? Wenn ich mal immer nach links rüber gucke, hier, da habe ich mein iPad mit den Fotos, damit ich auch weiß, worüber ich rede. Ich habe 3 farbige Uhren, klar, das ist mein Thema heute. Und 3 Uhren von Lilienthal möchte ich euch vorstellen. Zum einen haben wir die L1 Water, als zweites den Chronograph All Blue und nicht zuletzt die L1 Rainbow. Alle Uhren von Lilienthal Berlin, die ein Quarzwerk haben, sind vergleichsweise günstig, um die 200 Euro für den Dreizeiger, 330 bis 370 für die Chronographen. Automatikwerke sind etwas teurer. Die Uhren, die ich euch heute ausgesucht habe, mit der L1 Water, liegen wir preislich bei 239 Euro. Und bei der Chronograph All Blue liegen wir bei 339 Euro und bei der Rainbow bei 249 Euro. Die Preise für die jeweiligen Modelle schwanken etwas, je nachdem welches Band man wählt, welche Ledervariante, ob ein Stahlband rankommt, wenn ja Stahlband, welches Stahlband. Lilienthal hat da eine ganze Menge im Angebot. Verbaut sind Ronda Quarzwerke, also auch hier ein namhaftes Quarzwerk, nicht was ganz Billiges und vor allen Dingen auch nichts, wo man nicht genau weiß, wo es herkommt. Gefällt mir gut und finde ich auch den Preis angemessen. Die Uhren haben einen Durchmesser, es gibt also 2 verschiedene Größen bei den meisten Uhren. Ich habe jetzt nicht alle überprüft, vielleicht sind es auch alle, das weiß ich nicht genau, von 42,5 mm bzw. 37,5 mm. Bei einer angenehmen Bauhöhe von 7,5 mm für die Dreizeiger und 10,3 mm für das Quarzwerk. Die Uhren sind bis 5 bar wasserdicht und im günstigen Preissegment, die ich euch hier zeige, ist gehärtetes Mineralglas verbaut. Ich mag die Uhren, weil sie mal was ganz anderes sind. Sie sind natürlich etwas stylisch, etwas designt, aber ich finde sie trotzdem eigenständig genug, um aus der Masse herauszustreben. Und ich mag auch die verschiedenen Farben und die Optionen, dass man entweder ein komplett gebläutes Gehäuse hat oder aber ein Stahlgehäuse mit gebläutem Blatt. Es gibt da ganz, ganz viele Varianten auf der Webpage und wer Farbe mag und
mal nicht viel Geld für eine Uhr ausgeben möchte und trotzdem bei Made in Germany und einer deutschen Marke bleiben möchte, ist bei Lilienthal Berlin ganz bestimmt nicht schlecht aufgehoben. Ich werde hoffentlich diese Uhren sehr bald auch im Detail vorstellen können, um mir dann darüber eine Meinung bilden zu können. In Foren liest man hin und wieder, dass es Probleme mit dem Service gibt, dass es dort nicht schnell geantwortet hat. Aber es gibt auch wesentlich mehr positive als negative Rückmeldungen. Insofern kann ich das nicht wirklich einschätzen. Aber alles das werde ich euch in den Videos, die ich hoffentlich bald über Lilienthal machen kann, im Detail erläutern und werde diese Themen natürlich auch mit Lilienthal im Gespräch ansprechen. Ja, das waren also drei Berliner Uhren und wir bleiben erstmal im Preissegment unter 1000 Euro. Ich werde euch heute insgesamt 15 Uhren zeigen, wovon 9 unter 1000 Euro bleiben. Und das ist dann tatsächlich etwas, was für viele erschwinglich ist und trotzdem etwas Farbe in den Alltag bringt. Kommen wir also jetzt zur zweiten Marke. Bei der zweiten Marke handelt es sich um einen alten Bekannten auf meinem Kanal, Archimede. Und hier haben wir die Archimede Outdoor Protect. Was vielleicht so mancher nicht weiß, ist, dass es die Outdoor Protect in unterschiedlichsten Farben gibt. Ich habe euch hier einmal die drei Farben Grün, Blau und Rot mitgebracht. Es gibt aber auch noch ein cremefarbenes, helles Ziffernblatt und alle diese Uhren kosten am Stahlband 960 Euro. Jetzt kommt etwas Wind auf. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr und rauscht nicht zu stark. Die Archimede Outdoor Protect hat einen Durchmesser von 39 mm, einen Horn-zu-Horn-Abstand von 43,5 mm und damit wirklich prädestiniert für schmale Handgelenke und eine Bauhöhe von 11,2 mm. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht, also deutlich mehr als die 50 Meter bei Lilienthal und hat eine Anschlussbreite von 20 mm. Die Uhr hat ein Saphirglas verbaut und als Leuchtmasse gibt es Superluminova. Mit diesen Uhren ist man wirklich absolut gut gerüstet für jede Alltagssituation, für jede Urlaubssituation und natürlich auch für den Sommer, wenn es vielleicht mal im Schwimmbad oder im Garten nass werden könnte. Das sollten die Uhren alles wirklich problemlos mitmachen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, 960 Euro am Stahlband, am Lederband oder Kautschukband bleibt die Uhr unter 900 Euro und ist auch damit in meinen Augen wirklich eine tolle Sommer- und Urlaubsuhr. Ich habe übrigens zu Archimede und insbesondere auch zu der Outdoor Protect 39 und zu meiner, der Antimag 41, verschiedene Videos gemacht. Die findet ihr alle auf meinem Kanal. Ich verlinke sie euch hier oben und wenn ich dran denke, dann packe ich es auch unten in die Videobeschreibung und dann könnt ihr euch meine Detailvideos zu der Archimede Outdoor gerne anschauen. Ich würde mich darüber freuen. Die dritte Marke in diesem Video, die etwas Farbe in den Alltag bringt und deutlich unter 1000 Euro bleibt, ist Circula. Circula ist eine traditionsreiche Marke, die ich auf meinem Kanal auch schon vorgestellt habe und durch den Enkel des Firmengründers wieder neu belebt wurde. Cornelius Huber, der jetzt Circula wieder neu belebt hat und betreibt, verfolgt in meinen Augen einen super interessanten Ansatz. Er entwickelt Uhren unter Einbindung seiner Kunden. Wer also im Uhrforum www.uhrforum.de unterwegs ist oder aber auch auf seine Webpage von Circula geht, wird es schon erlebt haben, dass die Uhren in der Diskussion und auch zu einem Großteil in Abstimmungen mit seinen Kunden entstehen. Das war bei der Aquasport schon so, die ich euch im Bild zeige, und das ist bei der Supersport, die aktuell entwickelt wird, auch so. Die Aquasport, die ihr hier im Bild seht, gibt es in unterschiedlichen Farbvarianten. Ich zeige euch drei davon. Die erste, die ich euch zeige, kostet 579 Euro in der vorgestellten Version und hat als Werk das Sellita SW 200. Die zweite Variante kostet 599 Euro und hat verbaut das ETA 2824. Die dritte hier gezeigte Variante ist etwas teurer mit 679 Euro und hat ebenfalls das ETA 2824 verbaut.
Alle gezeigten Uhren haben einen Durchmesser von 39 mm und sind bis 200 Meter wasserdicht bei einer Bandanstoßbreite von 20 mm. Die Super Luminova C3 auf allen Uhren ist ausreichend hell. Bei meiner, ich habe also auch eine Aquasport, hat mich zunächst überrascht, dass die Indizes am Anfang heller leuchten als die Zeiger, aber nach kurzer Zeit gleicht sich das an und alles leuchtet wirklich ausreichend hell und lange die ganze Nacht durch. Die Uhr hat einen Horn-zu-Horn-Abstand von 46 mm, also auch hier durchaus für kleinere Handgelenke geeignet, bei einer Bauhöhe von 12,8 mm. Das trifft übrigens für alle gezeigten Modelle zu. Ja, mit Circula bin ich sehr, sehr glücklich. Ich finde die Entwicklung und die Art der Entwicklung sehr interessant. Und das aktuell laufende Projekt im Uhrforum wird auch wirklich sehr, sehr professionell gehandhabt. Es wurde von vornherein ein Zeitplan verkündet und publiziert. Der wurde auch wirklich taggenau eingehalten. Und bis jetzt hat das alles Hand und Fuß. Und ich freue mich sehr auf die Uhr, die rauskommt. Die drei hier gezeigten sind in jedem Fall aus meiner Sicht ihr Geld wert. Vielleicht nicht unbedingt das Megaschnäppchen, aber wirklich ihr Geld wert und mit sehr viel Herzblut und zu einem großen Teil in Deutschland gefertigt, wobei Teile selbstverständlich auch aus außereuropäischen Ländern eingekauft werden. Aber das ist bei vielen Marken, auch bei vielen Nobelmarken so, hat der Qualität aber nicht zwingend geschadet, denn auch im Ausland werden gute Teile gefertigt. Der Zusammenbau, die Qualitätskontrolle und die Einregulierung finden in jedem Fall in Deutschland statt. Circula Aquasport ist mein persönlicher Geheimtipp. Die vierte Marke, die farbige Uhren herstellt und die ich euch vorstellen möchte im Preissegment unter 1000 Euro, ist Laco. Laco hat natürlich die Einsatzuhren wie die Amazonas und die Atlantik, die auch farbige Elemente haben, aber richtig farbig, also mit großflächig farbigen Ziffernblättern, kann die Serie Laco Classic aufwarten. Die hier gezeigten drei Uhren liegen alle bei 440 Euro in der gezeigten Variante. Und ich habe für euch ausgesucht einmal die Mokka mit dem braunen oder mokkafarbenen Ziffernblatt, die Azur mit dem blauen Ziffernblatt sowie die Petrol mit dem, ja für mich ist es grün, aber Petrol ist wohl eine eigenständige Farbe, also mit dem Petrol-Ziffernblatt. Die Uhren werden angetrieben von einem Miyota 9015, ein Werk, das etwas aus der Reihe fällt, also nicht aus der Schweiz kommt. Ich persönlich ziehe die ETA- oder Selita-Werke den Miyota-Werken vor, aber das ist einfach mein persönlicher Eindruck. Ich kenne viele, die mit den Miyota-Werken sehr glücklich sind und da überhaupt keine Berührungsängste haben. Die Laco Classic-Serie hat 40 mm im Durchmesser, hat eine Bauhöhe von 10,3 mm bei einer Bandanstoßbreite von 20 mm. Der Horn-zu-Horn-Abstand beträgt hier 48 mm, also etwas größer als die vorhergezeigten Uhren, aber auch noch für viele Leute gut tragbar. Leider haben die Uhren nur eine Wasserdichtigkeit bis 5 Bar, sodass sie trotz der Farbe vielleicht nicht die ultimativen Sommeruhren sind, aber der Stil der Uhren deutet schon darauf hin, dass es sich hierbei eher um etwas feinere, edlere Uhren kann man bei der Farbe vielleicht nicht unbedingt sagen, aber eben auch keine Strand- oder Pooluhren sind. Verbaut ist ein Mineralglas auf der Vorder- und Rückseite, selbstverständlich entspiegelt und bei dem Preis von 440 Euro einer Uhrenmarke aus Deutschland, einem namhaften Werk, finde ich das Gesamtpaket durchaus sehr attraktiv für jemanden, der etwas Farbe an den Arm tun möchte und nicht ganz so viel Geld dafür ausgeben möchte. Laco ist eine traditionsreiche Marke, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe und bei denen ich persönlich finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich stimmt. Insofern, vielleicht schaut ihr mal rein, ich finde die Marke interessant und diese drei Uhren in der farbigen Gestaltung einen wirklichen Hingucker. Bei der letzten Marke, die ich euch zeigen möchte, da verlassen wir den Bereich unter 1000 Euro und gehen
in den Bereich von knapp 1.300 Euro beziehungsweise auch deutlich über 2.000 Euro. Und das ist eine Marke, die von Farbe lebt. Alexander Shorokov steht für extravagante, auffällige, opulente und nicht zuletzt auch richtig satt farbige Uhren. Die erste Uhr, die ich euch in diesem Zusammenhang zeigen möchte, ist die Candy. Eine quadratische Uhr mag nicht jeder, aber ich finde, ab und zu darf man auch mal etwas Ausgefallenes machen. Und die Candy ist definitiv eine solch ausgefallene Uhr. Verbaut ist das ETA 2892 in der Variante Alexander Shorokov, also mit dekoriertem Rotor, zu einem Preis von 2.699 Euro bekommt man hier eine Uhr in einem 41 x 41 mm messenden Gehäuse. Vorne ist ein Saphirglas verbaut und die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm. Bei dieser wunderschönen Uhr ist aus meiner Sicht der einzige Wermutstropfen die Wasserdichtigkeit von lediglich 3 ATM. Lieber Alexander Shorokov, wenn du schon so eine wunderschöne bunte Uhr baust, die super in den Sommer, in den Frühling und in die warme Jahreszeit passt, mach sie doch ein kleines bisschen wasserdichter. Das wäre wirklich klasse. Die Uhr baut 9 mm hoch und ist damit auch wirklich sehr angenehm zu tragen und passt trotz ihrer relativen Größe von 41 x 41 auch gut unters Hemd und unter Aufschläge. Man darf dabei nicht vergessen, 41 x 41 mm im Quadrat ist schon sehr groß, ist wesentlich größer als 41 oder 40 mm rund. Darf man nicht vergessen, ist also eine doch relativ große Uhr. Die zweite Uhr, die ich euch rausgesucht habe, ist deutlich kleiner. Es handelt sich hierbei um die 63 für 1.299 Euro. Verbaut ist ebenfalls das 2892 AS. Die Uhr baut wesentlich kleiner als die vorher gezeigte Candy mit 40 mm im Durchmesser, aber rund ist das eine wirklich gute Dressergröße. Die Bauhöhe von 11,3 mm geht in meinen Augen auch noch gut um das Hemd. Hier haben wir eine Anstoßbreite von 20 mm und eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM. Immer noch nicht berauschend, für einen Dresser aber ausreichend. Ja, ich hätte gerne mehr. 5 ATM ist mittlerweile meine untere Schmerzgrenze geworden, aber auch nur zähneknirschend. Für einen Dresser, für mich aber akzeptabel. Die Uhr hat 2 Saphirgläser verbaut und das ist, wenn man sich die Zeigerform, die Zahlen anguckt, wirklich ein ganz, ganz typischer Alexander Shorokov-Stil und bringt wirklich Farbe und Freude ins Leben und mit 1.300 Euro knapp, also 1.299, auch noch in einem Preisbereich, den man sich vielleicht einmal gönnen kann, wenn man denn etwas Hochwertigeres in Farbe haben möchte. Bei der letzten Uhr aus dem Hause Alexander Shorokov wird es richtig bunt. Wir haben hier die Yellowmatic für 2.595 Euro in der vorgestellten Version. Das Werk, ja, Alexander Shorokov schreibt nur 2030 AS. Leider nicht den Hersteller, insofern kann ich das auch nicht sagen. Ich kann es nur vermuten, aber Vermutungen ist immer so eine Sache. Die Uhr ist groß, die ist also relativ groß, ist die größte in meinem Vergleich hier mit 43,5 mm und einer Bauhöhe von 14,4 mm. Bei Chronographenwerken hat man immer etwas mehr Bauhöhe und 14,4 für eine Uhr mit Chronographenwerk finde ich persönlich eigentlich relativ flach. Die 5 Bar Wasserdichtigkeit entsprechen dem, was ich bei Alexander Shorokov gesehen habe, bei einer Sportuhr, einem Chronographen. Da hätten es meiner Meinung nach durchaus auch 10 sein dürfen, hätte ich persönlich besser gefunden. Der Bandanstoß beträgt 22 mm, passt sehr gut zu dem größeren Gehäuse von 43,5 mm. Verbaut sind Saphirgläser und die Duographenanordnung finde ich klasse. Es gibt diese Variante auch in anderen Varianten mit ganz schwarz ausgefüllten Totalisatoren, die dann eine etwas andere Bedruckung haben.
Alexander Schorokow bietet hier unterschiedlichste Varianten an, wie auch bei der 63, die es auch in Grün und Rot gibt. Also Farbe ist wirklich etwas, womit Alexander Schorokow richtig dienen kann und das Leben bunt machen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit der einen oder anderen Uhr überraschen und ich hoffe, ihr lasst ganz viele Kommentare da, sagt mir, was euch gefallen hat und ob ihr vielleicht eine der Uhren einmal in einem detaillierteren Review sehen möchtet. Falls ja, werde ich mich darum bemühen, das hinzubekommen, kann aber nicht versprechen, dass es kurzfristig was wird. Ja, bleibt gesund, bleibt negativ, geht Corona aus dem Weg und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.